Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play Darksiders. Okay. In der letzten Folge sind wir jetzt hier bei den Spinnen gelandet und haben uns schon durch einen Rätselraum gekämpft, wo wir jetzt hier gleich im zweiten gelandet sind und ihr seht, da unten krabbelt eine Spinne rum. Los hoch hier. Erstmal in Sicherheit bringen. Da oben ist eine Zornkiste, das gefällt mir. Den Raum jetzt nicht vorher angeguckt, nicht dass ihr denkt, ich spiele hier vor oder so. Ich weiß überhaupt nicht, was wir jetzt hier machen sollen. Warte mal, da kann ich doch bestimmt. Ah, nee, kann ich nicht. Da ist das Vieh. Scheiße. Schnell wieder hier hoch. Und da hängt jetzt die Scheißspinne. Müsste das Teil theoretisch schon dem Vieh darüber ziehen, aber die Spinne hängt mir da so ein bisschen im Weg. Nee, die kann ich auch irgendwo nicht hinlocken. Können wir mal probieren, was passiert, wenn ich mich jetzt hier einfach so hinstelle. Gar nichts. Ah, lass das hier! Gut, die Spinne macht gar nichts. Jetzt ist die Spinne runtergefallen. Mann, das war jetzt unnötig, das mit der Spinne. Gut, angehopst. Und hier hochgesprungen. Sich erstmal die Zornkiste einsacken. Ja, pro Stück. Oh Gott, da haben wir erst zwei. Oder sind das schon drei? Ich weiß es nicht. Ich glaube, erst zwei. Gut. Und dann würde ich sagen, habe ich schon wieder keine Ahnung, wo ich lang muss. Jetzt fällt die Spinne wieder runter. Irgendwas muss ich hier machen, während die Spinne runtergefallen ist. Aber gerade keine Ahnung was. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Puh, ja. Ah, nee, ich hab's. Ich hab's. Muss nach da unten. So, jetzt mal bitte rum. Jetzt zack, zack, darüber. Ich sag zack, zack, darüber. Die Spinne liegt jetzt. Und jetzt greifen wir an. Oder wir greifen nicht an. Wie Herr der Ringe vor. Wie eine Spinne da, die war genauso hässlich. Jo. Ah! Jetzt sind wir wieder hier oben. Toll, hätten wir uns den Weg gerade sparen können. Oh, jetzt sind wir wieder hier unten. Hier! Oh, hier. Ja, da oben. Schön, da komme ich bloß nicht hin. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ist dann auf die Spinne drauf. Da oben. Oder? Ich will dich nicht nochmal rufen müssen. Ist ja gut, ich komme ja gleich. Ich muss nur noch kurz die Spinne nochmal holen. Reiter! Halt jetzt die Fresse. Gut, hoch da. Hingeschossen. Schnell, zack, zack, runter da. Mann, nimm die scheiß Pistole weg.
Irgendwie ja nicht. Zum Teufel komme ich da hoch? Ja. Ah, ich verstehe. Jetzt habe ich's. Also, wie gesagt, ich brauche halt immer ein wenig länger, bis ich geschnallt habe, was die hier von uns wollen. So, jetzt aber. Gegenschießen. Liegt auf dem Boden. Pack die Pistole weg. Zack, 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 zack. Jetzt sind wir drüben. Gut, das ging diesmal ein wenig schneller. Freut mich auch. Gut, da geht's lang. Was ist denn das? Auch nichts Schlimmes, nur irgendein Kämpfer. Die sollten wir ja schnell besiegt kriegen. Ausdrück. Wann? Haben wir nicht genug Zorn oder was? Leck mich am Arsch. Die Typen halten doch ein wenig was aus. Aber jetzt kommt irgendwelche Megaspinne gerade rausgeklettert. Aber wie man sieht, jede Gegnerform hat so ein paar mehrere Arten. Also das hier sind zum Beispiel so ähnlich wie Skelette bei der Fledermauskönigin. Das ist ein Finisher-Move, wie man da immer ausführt. Diese dunklen Engel sind halt genau wie die anderen Engel. Da gibt es von diesen komischen Krabbelviechern. Ja, nicht gleich Hunden, aber diesen Vierbeinern gibt es auch mehrere Formen. Einmal spucken die Feuer, einmal haben die so Klingen auf dem Rücken und einmal ganz normale. Aber es wechselt sich halt doch schon ab und das ist dann doch erfreulich. So. Hier müssen wir jetzt lang, denke ich mal. Oder müssen wir nach da oben? Na gut, gehen wir erstmal nach oben. Weiter. Gut. Gehen wir hier weiter. Und ein neuer Rätselraum. Der haut da. Hier drehe ich jetzt erstmal drin. Was passiert? Hier kommt was hoch. Bomben. Ich sehe schon wieder nicht ganz durch. Ich spring jetzt erstmal runter. Zack, ich spring da erstmal runter. Nee, gut, gucken wir uns das hier erstmal an. Wo genau müssen wir hin? Jetzt mal nach da oben. Mann, nein, du sollst da runter jetzt. Spinnen bekämpfen. Nur leider glaube ich immer nachkommen. Ah, nee, ich weiß. Erst einmal drehen wir da jetzt wieder zurück. Damit wir die Bombe darauf kriegen. Ich schätze mal, wir müssen da nach oben und einen anderen Weg sehen. Gar nicht. So. Jetzt hier, pack an. Ja gut, Kamera einstellen war gerade ein bisschen blöd. So, loslassen. Sehr schön. Den ersten Teil der Aufgabe bewältigt. Hoffe ich mal, dass es jetzt nur der erste Teil war, nicht, dass es da noch irgendwie... Keine Ahnung, ist egal. So, jetzt kommt die Bombe hoch. Chronosphäre oder ähnliches sehe ich hier nicht. Ich kann jetzt erstmal die Spinne, die mir gerade auf den Sack, wie die hier an der Wand hängt.
schon wieder fleißig am Geld sammeln. So, Chronosphäre haben wir hier nicht. Das Teil da schlägt um sich. Ey, wer schreibt mich denn die ganze Zeit an? Ohne Witz. Das bewegt sich auch nicht. Es geht in die Luft. Das war die Spinne besiegen. Nicht, dass sie mich nachher noch nerven. Ja gut. Was? Na gut. Da explodiert es andauernd. Da ist noch so ein Teil. So, jetzt erstmal die Bombe auslösen. Ah. So, lol, wir haben es geschafft. Ah, nee, jetzt sehe ich, wofür wir die Bomben brauchen. Mhm, schön. Gut. Das bewegt sich. Ah ja, jetzt kommt das hier nach oben. Sehe ich noch gerade keinen Sinn drin, ne? Aber ich habe eine Idee. Ich glaube, jetzt habe ich es endgültig. So, hier pack an. Ah, nee, das funktioniert nicht. Nee, nochmal runter. Quatsch, da müssen wir hier erstmal drin reden. So, jetzt muss... Theoretisch habe ich es jetzt wirklich. Jetzt habe ich es wirklich. Tut mir leid. Also, ich erkläre es euch. Wir schieben das Ding jetzt hier hoch. Dann wieder nach drauf, dann wieder nach oben. Dann stelle ich es hier so hin. Hau das denn darüber, weil es hier eine kürzere Distanz ist. Dann nach oben damit. Dann klettern wir da wieder vorbei. Machen die Bombe da. Fertig sind wir. Das dürfte es jetzt wirklich sein. Anders kann ich mir das alles gar nicht vorstellen. Ja, mit ein bisschen Nachdenken kriegt man das ja alles hin. Aber man muss, wie gesagt, erstmal alles ausprobieren. So. Na, falsche Taste. Sehr schön. So, kürzeste Distanz müsste eigentlich hier so sein. Hier kannst du loslassen. Hier fährst du wieder an. Jetzt gib ihm. Jawoll. Steht schon gleich drauf. Das passt mir doch. Du bist jetzt mal ruhig. Auch ruhig. Was bitte los? Was los, habe ich gesagt. Mann. So. Hoch damit. So. Ja, kommt da jetzt auch hoch. Nimm die eine. Zack. Zack. Und weiter geht's. Nächster Rätselraum, oder was? Ne, da geht's jetzt erstmal zu. War nur ein Kampf. Ah, dich kennen wir doch schon. Na gut, den Typen kennen wir da ja schon. Ist. Oh, was war das? Das war was Wichtiges. Irgendwie eine Computerwarnung wahrscheinlich jetzt gerade. Ich weiß es gerade gar nicht. In diese Hintergrundgeräusche. Oh Gott, wir sind hier gerade am Sterben, merke ich. Haben schon ordentlich auf die Schnauze gekriegt.
wir finden demnächst eine Lebensbox. Wäre nicht so schlecht. Aber jetzt werden wir hier erstmal mit Gegnern zugespammt. Aber das kennen wir ja schon, das haben wir auch genug. Boah, wie viele kommen hier? Unnötig, sag ich dann, unnötig. Das Spiel ist auf leicht gestellt und wir haben hier schon ordentlich zu kämpfen. Vielleicht manchmal auch an meiner Inkompetenz, meiner eigenen. Aber ich denke, für so einen Schwierigkeitsgrad auf leicht ist das nicht zu hart. Was macht trotzdem Fun. Und ach du Scheiße, wer bist du denn? Ich dachte gerade, wir haben kein Leben mehr, was kommt hier an? Aber wir haben da ja was. Jo, lol, der hält ein bisschen was aus. Das waren irgendwie, glaube ich, 5 oder 6 Schläge, die wir ihm da reingedroschen haben. So. Und ja, ich guck kurz auf die Zeit. So, ja, das sind nicht 6 Minuten. Den Timer ein wenig zu spät reingemacht. Wir dürfen das jetzt so um. Gut, unter mir ist wieder eine Spinne, sehe ich. Auf der Karte. Okay. Nö, ich würde sagen, dann ist das heute mal wieder eine kürzere Folge, einfach mal. Weil ich jetzt hier auch gerade vielleicht nicht durchsehe, wo wir lang müssen. Gerade hier noch so ein bisschen, mal kurz rum. Nee, gut, okay, dann höre ich jetzt hier für diese Folge auf. Und ja. Warte mal, was ich noch probieren möchte ist. Kommt mal her, ihr Spinnen, euch noch anlocken. 1, 2, 3. Nee, das ist noch nicht genug. Ja, auch noch. Kommt schon. Kommt zu mir. Ja, ja, los, los, los. Jawohl, geil. Haben es geschafft, die Errungenschaft. Das war jetzt mit einem Klinggeisier 10 Feinde zu töten. Gut. Habe ich das auch weg? Freut mich. Gut, und mit dem hören wir jetzt auch auf in dieser Folge. Gut, die eine spielt jetzt hier noch. So. Ja, gut. Das war's für diese Folge und macht's gut. Tschüss.